Hi, mein Name ist Hafiz Shabani und heute nehme ich euch mit in den Beruf und Alltag des Verpackungsentwicklers. Kommt mal mit. Morgen, Guido. Morgen. Wie geht's? Alles klar. Ja, gut, danke schön. Und wie war's Wochenende? Ja, prima, danke schön. Ach ja, wieder ein Montag, ne? Ich habe eine super Anfrage, ein super Projekt. Und zwar geht es um diese Gläser und diese Flasche. Dazu sollen wir eine Verpackung entwickeln. Und zwar eine ansprechende Verpackung und auch eine Verpackung, die halt die Produkte schützt. Üblicherweise gehe ich so vor, dass ich auf Ideenfindung erstmal gehe und zeichne mir ein paar Ideen auf, was mir so in den Kopf schwirrt, und halte diese erstmal fest, damit ich einfach einen Anhaltspunkt habe. Dann probiere ich eine Idee nach der anderen aus und die beste biete ich dem Kunden an. Jetzt habe ich die Zeichnungen derweil schon fertig gemacht. Es gibt halt zwei Polster und dann halt eine FEFCO 427, das ist eine Einschlagverpackung, und dazu, um das Ganze nochmal abzurunden, dass der Inhalt gut geschützt wird, eine Umverpackung. Wie man jetzt eben gesehen hat, ist der nächste Schritt jetzt, dass ich die ganzen Zeichnungen ausplottern lasse und dann halt ein physisches erstes Produkt, erstes Muster habe. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen einmal zum Plotterraum. Das Weißmuster ist jetzt geplottert. Ich habe es mal runterfallen lassen von jeder Seite. Ja, wie du siehst, sind die Gläser und die Flasche, haben keine Schäden davon getragen. Das Ganze gehe ich schon mal kurz mit der technischen Arbeitsvorbereitung abklären, ob die Produktion da irgendwelche Bedenken hatte, standstechnisch. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal eine Tür weiter. Er prüft gerade mit mir zusammen, ob es da irgendwelche Bedenken gibt hinsichtlich der Produktion. Soweit scheint alles zu passen. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist dieses Stogetten-Display von einem anderen Kunden. Die ist die Besonderheit, dass wir einzelne Trays abnehmen können und in der Höhe so variieren können. Das heißt, wir können modular ein Tray, zwei Trays, drei Trays aufeinandersetzen. Das ist dem Kunden selbst überlassen. Zu meinem Alltag gehören natürlich auch regelmäßig Schanzabnahmen und einen davon begleiten wir jetzt mal. Die Schanzabnahme haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht's ab ins Klebezentrum, denn dort führen wir jetzt auch eine Sichtprüfung und eine Funktionskontrolle der Schachteln wie Faltschachtel und Dreipunktschachtel durch. Denn das ist jetzt der letzte Schritt, einer der wichtigsten Schritte, wo wir die Möglichkeit haben, die Schachtel nochmal zu kontrollieren, bevor sie zum Kunden gehen. Mahlzeit, Michael. Mahlzeit. Alles gut? Wie geht's dir? Alles gut. Alles gut soweit. Ich wollte eine Schanzabnahme machen hier an der Barmiller. Kann ich ruhig hingehen? Kein Problem. Alles klar, danke. Ja. Hier sind wir jetzt nun im Klebezentrum angelangt. Das ist die Maschine, die Barmiller. Hier führe ich jetzt eine Funktions- und Sichtprüfung durch. Sieht super aus, top. Ich hoffe, ich konnte euch begeistern für den Beruf des Verpackungsentwicklers. Bewirbt euch gerne bei uns, bei der Firma Gisler & Pass. Und folgt unseren Social-Media-Kanälen.